Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Funtime Arena. Nach einer Ewigkeit bin ich endlich mal wieder im Efteling und das unter der Woche. Ich habe frei und nutze die Zeit bei ja nicht so wirklich gutem Wetter. Aber ja, es hat sich ja einiges getan in den letzten Wochen und Monaten hier im Park. Zum Beispiel hier die große Baustelle zum neuen Hotel, zum Grand Hotel hier im Efteling. Und ja, ansonsten gibt es ja auch sehr viel Neues, was gebaut wird aktuell. Und ich freue mich endlich nochmal hier zu sein. Und ja, Stefan ist mit dabei und ihr seht jetzt das Intro und was wir heute erleben, das erfahrt ihr nach dem Intro. Also bis gleich. Willkommen zurück im Video. Ja, also wie gerade eben schon erwähnt, gerade angereist. Wir haben kurz nach 10, Park hat gerade aufgemacht und wir haben den Regen mitgebracht. Und ja, also ich will mich jetzt nicht beschweren, denn andere Leute, die haben es halt noch schwieriger. Guck mal da hinten auf dem See, vielleicht seht ihr das. Hier auf dem See, wo sonst immer abends Aquanura stattfindet, da wird gerade gearbeitet. Und das sind zwei Leute wirklich bis fast. Der eine hat sich da richtig reingehockt im Wasser und gehen da halt irgendwie gerade so ein bisschen, glaube ich, diese Fontänen da ab. Keine Ahnung, was da ist. Aber ich glaube, ja, würde ich jetzt nicht gerne haben wollen. Die armen Leutchen. So, ja, ich werde mich jetzt hier erstmal ein bisschen mit Stefan umgucken. Lustig ist, Stefan war wie lange nicht da? Mindestens 25 Jahre. Mindestens 25 Jahre. Das heißt, sehr viel Neues zu entdecken. Und auch gerade hier dieser Weg ist für mich schon komplett neu. Seitdem es das Hotel oder diese Hotelbaustelle gibt, ja, ist der Weg halt jetzt ein bisschen was anderes. Es sind ein paar Sachen, die heute geschlossen haben. Der Fliegende Holländer ist immer noch zu. Der wird ja auch ein bisschen umthematisiert. Und Max und Moritz hat zu. Und aber alles andere auch, bis auf Ravelein. Aber das lasse ich meistens auch immer aus, die Show. Ja, wir gehen mal des Weges und gucken, was der Tag halt so bringt. Und hoffentlich wird das Wetter auch ein bisschen besser im Laufe des Tages. Da es ja jetzt hier noch ja, bescheiden ist, was das Wetter angeht, versuchen wir jetzt erstmal so ein paar Indoor-Attraktionen abzuklappern. Bietet der Efteling natürlich oder das Efteling ja einiges. Und vielleicht seht ihr es schon im Hintergrund, beziehungsweise jetzt auch hier gleich im Vordergrund. Wir fahren eine Runde Vogelrock. Und hier dieser Bereich ist ja sowieso schon ja, erst vor kurzem neu gemacht worden. Zum Teil muss man sagen, Monsieur Cannibal stand jetzt immer hier oder stand bisher immer hier. Die Attraktion gibt es ja immer noch, aber mit Sinbad praktisch mit einem neuen Thema. Und das Ganze hat jetzt hier so ein bisschen Flair von 1000 und eine Nacht. Passt natürlich dann auch sehr gut zu Vogelrock. Ja, man hat ja dann noch diesen Wasserspielplatz an der Seite auch noch dazu gebaut. Aber dabei bleibt es nicht. Wie jetzt auch schon angekündigt worden ist, ist hier das Restaurant, was man hier im Hintergrund sieht. Ihr seht, es ist halt auch schon ja, Baustelle. Wird man halt auch nochmal anpassen, sodass das hier, dieser Platz halt alles so zum Thema 1000 und eine Nacht halt passt. Ich denke auch mal, dass die Speisen so ein bisschen angepasst werden. Aber ja, das ist ja auf jeden Fall der Plan vom Efteling. Ja, Panorama hieß das Restaurant. Wird jetzt auf jeden Fall auch einen neuen Namen haben, wie gesagt, und auch ein neues Theming halt haben, damit das hier alles so ein bisschen angepasst wird. Ich weiß im Moment nicht, was mit Carnival Festival dann halt los ist, weil das ist ja dann, passt ja dann überhaupt gar nicht mehr zu diesem Bereich. Man wird wahrscheinlich diesen Ride ja nicht irgendwie verschieben können. Vielleicht kann man, wird man da auch vielleicht noch ja, vorne das ein bisschen anpassen, aber ehrlich gesagt, wenn das alles hier angepasst wird, ist das halt irgendwie so ein Fleck, wo man sagt, ja okay, irgendwie passt das nicht mehr so ganz, aber natürlich ist das halt ein Klassiker hier im Park und muss natürlich auch immer gefahren werden, damit man den Ohrwurm kriegt. Bin mal gespannt, wie das dann hier nachher alles wirkt, wenn das halt fertig ist. Gerade auch, was Carnival Festival angeht, ob da noch was passiert, man weiß es nicht. Ich weiß es auf jeden Fall an dieser Stelle nicht. Ja, es steht noch nicht so viel an und ich glaube, es funktioniert auch noch nicht.
Da steht nämlich ein Mitarbeiter vor und der schickt die Leute weg. Ja, schade. Dann wird das halt wahrscheinlich erstmal mit Vogel überhaupt nichts werden. Aber dann gucken wir mal, dass wir hier in der Umgebung bleiben und hier in der Nähe ein bisschen was fahren. Ja, gerade beim Mitarbeiter gefragt. Also technische Störungen hier bei Vogelrock hat momentan noch nicht auf. Die wissen auch nicht, wie lange es dauert. Aber wir haben hier noch ein bisschen was anderes. Und zwar, ja gut, dann haben wir es hinter uns. Carnival Festival jetzt eine Runde. Dann kriegt ihr jetzt erstmal den Ohrwurm, den ihr euch auch verdient habt. Und dann geht's halt weiter. Also jetzt erstmal ein Stückchen vom Onride. Viel Spaß. Gerade raus und Ohrwurm abgeholt, war ja wirklich nichts los, aber es gibt hier was Neues bei Carnival Festival und ja, das wollte ich euch auf jeden Fall noch mal zeigen. Seht ihr hier vorne diese Eingänge? Es gab ja schon mal diesen Test bei Python, dass man sich virtuell anstellen konnte. Man konnte ein Zeitticket ziehen und dann zu einer gewissen Uhrzeit dann halt wieder halt reingehen. War halt bei Python ein bisschen suboptimal, weil man dann halt trotzdem noch lange anstehen musste. Es ging ja auch, glaube ich, mal eine ganze Zeit lang nicht anders, dass man halt so sich so ein Ticket holen musste. Jetzt versucht man das aber auch bei Carnival Festival und auch innen drin hat sich einiges geändert, denn ja, wie ihr jetzt gerade seht, da hat man Absperrungen dort abmontiert und ja, wahrscheinlich will man da wirklich komplett von der Warteschlange weggehen, sodass man sich nur noch hier damit mit einem virtuellen Ticket anstellen kann. Ich denke mal, das liegt auch daran, ihr seht es jetzt ja schon wieder, es ist halt ein Kinderride und hier werden halt immer alle Kinderwagen halt deponiert. Und in den Sommermonaten, wenn es hier rappelvoll ist und man da irgendwie 40, 50 Minuten steht, dann könnt ihr euch vorstellen, wie viele Kinderwagen hier stehen. Vielleicht will man da so ein bisschen entgegenwirken. Ja, also das ist auf jeden Fall momentan so da im Test. War aber gerade außer Betrieb, brauchen wir auch noch gar nicht. Ich gucke jetzt nochmal hier rüber. Denn ja, bei Vogelrock steht immer noch der Mitarbeiter. Ja, dann müssen wir halt auf andere Sachen erstmal ausweichen. Und es regnet auch nicht mehr, Stefan. Ein bisschen. Ein bisschen noch, aber nicht mehr so viel. Gucken wir mal, wo es uns als nächstes jetzt hin verschlägt. Wir sitzen jetzt hier noch in einem umgebauten Monsieur Cannibal. Und ja, wenn wir jetzt einmal hier in dieser Nähe sind, dann können wir es auch direkt mitnehmen. Wir konnten nämlich direkt einsteigen. Und deswegen ja, gibt es hier nochmal von Chirocco noch mal ein Stückchen Onride. Viel Spaß! So, muss jetzt noch mal sein, bevor wir das nachher mal vergessen. Ne? Auch ist ja noch gar nicht so alt, Chirocco. Ist, finde ich, sehr schön thematisiert. Hat natürlich auch einen schönen Soundtrack, aber man muss ganz ehrlich sagen, kommt natürlich nicht an Monsieur Cannibal ran mit dem Soundtrack. Guck mal hier, wie süß das aussieht, das Schweinchen hier. Also, das finde ich halt schon mal ganz cool, dass man halt hier, ihr wisst, ich bin nicht so der Fan von diesen ganzen Bauzäunen.
gerade auch im Disneyland, so ganz normal. Aber wenn man da halt noch so ein bisschen was draufpackt an Informationen, ist das halt schon mal ein bisschen was anderes. So, ja, wir gehen jetzt hier einmal um den See rum und gehen dann da mal, ich sag halt immer so ein bisschen zu Action Town. Denn es gibt ja wirklich viele von den schnellen Attraktionen, die so an einem Ort geballt sind im Efteling. Da so ein paar Achterbahnen und so. Und da gehen wir mal hin und gucken da, was Phase ist. So, ja, von dem einen Zeitticket brauche ich zum anderen. Wir waren ja gerade eben noch bei Carnival Festival, wo es jetzt neu getestet wird. Früher gab es ja hier auch die Möglichkeit, ein Zeitticket zu holen, kostenlos. Die Bude ist jetzt leer, macht aber auch gar nichts. Momentan ist bei Python hier 5 Minuten Anstehzeit. Das heißt, man kann ein bisschen in die Station reingehen. Ich würde sagen, das machen wir jetzt auch und dann seht ihr ein Stück vom On-Ride. Viel Spaß. So, jetzt bin ich wach. Sehr schön. Eine Bahn angestanden. Eigentlich zwei Bahnen angestanden, weil wir nochmal auf die erste Reihe gewartet haben. Und ja, also sehr schöne Bahn. Ihr wisst, es ist ja vor Jahren geretrackt worden. Seitdem ist die Butter weich. Nur, ich weiß nicht, ob die sich damit einen Gefallen getan haben, diese weiße Stützen oder diese Creme... Stützen sag ich schon. Den Track, die Achterbahnschiene in diesem Creme-Weiß zu lassen. Denn... ja, hier sieht man es jetzt nicht so, aber hinten an der ersten Kurve, wenn man zum Lift halt fährt, da ist halt schon wieder sehr viel Grünspan halt dran. Aber die fährt sich halt immer noch sehr, sehr, sehr butterweich. Ihr seht es hier vielleicht auf der anderen Seite, da hinten ist ja der fliegende Holländer. Der, hatte ich ja eben schon gesagt, ist zu. Da baut man auch ein bisschen was Neues. Ihr kennt ja die erste Szene, wenn ihr dann praktisch da aus der Stadt halt rausfahrt, in den Hafen rein und diese Hafenszene soll wohl komplett nochmal neu thematisiert werden. Bin ich sehr gespannt drauf. Sah ja schon immer sehr stimmig aus, obwohl es halt sehr düster ist und halt so zwei Teile von so Schiffen halt eigentlich ja nur da waren. Auf den Artwork sah das halt schon noch mehr aus und ja, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Müssen wir aber leider noch ein bisschen warten. Wo wir nicht drauf warten müssen, ist Joris in the Drag. Hat ja auch längere Zeit zu. Dann mal wieder auf, dann mal wieder zu. Man hat halt immer Probleme mit einer gewissen Stelle hier bei den beiden Achterbahnen. Und die hat man jetzt verstärkt. Und man muss jetzt sagen, also Joris in the Drag ist jetzt eigentlich keine Holzachterbahn mehr in diesem Sinne. Denn man könnte so sagen, es ist eine Hybridachterbahn. Denn ja, da, wo immer die meisten Kräfte halt aufgetreten sind, da hat man die Bahn jetzt verstärkt. Und ja, man hat jetzt hier Stahlschienen verbaut. Man sieht halt, wenn man halt guckt, hier, dass das ja auf einmal von Holz in Stahl halt übergeht. Das ist aber nur in dieser Kurve. Hier waren wohl halt die meisten Kräfte und ja, das war dann halt wohl ein unrundes Gefühl. Und man hat dann halt technisch gesagt, okay, also wir wollen jetzt nicht hier so oft immer die Bahn zumachen. Wir machen da was dran und dann hat man halt sich hier entschieden, diese Stahlschienen zu verbauen. Und damit, ja, hat praktisch das Efteling so gesehen, keine Holzachterbahn mehr. Man hatte zwei. Jetzt ist es halt praktisch, wenn man so möchte, eigentlich eine Hybrid-Achterbahn. Und ja, wie sich das jetzt fährt, ob man da jetzt generell einen Unterschied merkt oder nicht, das werden wir jetzt auf jeden Fall mal testen. Denn ja, wir stehen gerade davor, deswegen rein da. Thank you.
Seite raus hier aus Jos in den Drag. Wir sind die blaue Seite, also die Wasserseite gefahren. Und also, ich muss ganz ehrlich sagen, man merkt diesen Titan-Track, wenn man halt da drüber fährt, wenn man von Holz in diese Stahlschiene halt reinfährt, merkt man halt, dass man halt so ein bisschen eher schwebt. Man hat, also ich kann das irgendwie so ein bisschen mit Kolossos vergleichen. Wer schon mal Kolossos gefahren ist, der weiß es, der merkt das halt, dass die Bahn halt sehr, sehr ruhig ist. Und in dieser Kurve ist das halt genauso. Es hört sich auch ein bisschen anders an, das Gefühl ist anders, aber natürlich nur in dieser Kurve. Was mich besonders, ja, hier ist ein bisschen laut, besonders freut, ist der Kamerad hier. Seit ewigen Jahren ist dieser Drache, also der Drache hier, nicht mehr aktiv gewesen. Und jetzt, ihr seht es, ich habe es glaube ich auch im allerletzten Video aus dem Efteling von mir aus erzählt, auch nochmal mit der Bitte ans Efteling, dass man das halt wieder reaktiviert. Hier der ganze Qualm und dass sich hier dieser Drache bewegt, der ja auch eigentlich noch zum Theming von der Holzachter oder den Holzachterbahn gehört. Und ja, jetzt ist er wieder an, er bewegt sich zumindest. Normalerweise ist es ja auch so, dass er den Kopf nach oben halt so sich neigt und dann halt immer, wenn die Bahn vorbeikommt, die Feuerseite dann auch Feuer spuckt. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber das ist auf jeden Fall ein Anfang. Sieht auf jeden Fall schon mal besser aus, als ob der jetzt einfach hier die ganze Zeit so im Winterschlaf ist, Sommer wie Winter. Bin mal gespannt, wie es im Sommer ist. Der Wassereffekt war jetzt auch aus. Das kann natürlich sein, weil wir halt noch so, ja, Frühling, Winter irgendwie noch in so einer kalten Zeit sind. Muss mal gucken, wie es im Sommer aussieht, aber ich bin auf jeden Fall maximal froh, dass es den halt wieder jetzt auch in Action hier gibt. So, die nächste Bahn stand an und ihr seht es gerade schon, vielleicht hört ihr es auch schon, wo ich gerade stehe, bei Baron 1898 und ja, da bin ich gerade mit Stefan gefahren. Die Bahn kommt jetzt auch gleich hier ran vorbei und ja, es ist ein Dive Coaster. Das Besondere am Dive Coaster ist halt, ja, dass ihr halt dieses Element oben habt, wo dann oben am Turm dann nochmal ihr kurz stoppt, in, ja, nach ganz unten guckt und dann halt praktisch so ein, ja, im freien Fall dann halt die Achterbahn halt fährt. Dive Coaster hier in Europa ist halt, sind halt alle ziemlich kurz leider, aber trotzdem würde ich sagen auf jeden Fall, Baron ist eigentlich so der bestthematisierteste Dive Coaster, den ich bisher gefahren bin und lohnt sich auf jeden Fall immer einzusteigen. Tolle Musik, tolle Pre-Show, die jetzt auch wieder läuft, auch nach Corona, in der Corona-Zeit konnte, musste man da halt immer so durchgehen. Jetzt ist halt auch die Pre-Show wieder am Start und ja, hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht und wie viel Spaß es gemacht hat, das seht ihr jetzt im On-Ride. Ja, hier kann man Papier abgeben, wenn ihr wollt. Kennen wahrscheinlich viele aus ihrer Kindheit überall diese Müllschlucker, die halt nach Papier betteln. Hier in dem Bereich bei Max und Moritz übrigens auch in Deutsch. Wir haben uns jetzt gerade, Stefan und ich, an dieser leckeren Wand bedient. Hier könnt ihr ja für einen schmalen Taler euch leckere Sachen aus den Niederlanden gönnen. Ja, entweder ihr holt euch hier eine, ein Barbie-Chef. Das ist, da ist, sind Nudeln drin. Drumherum so ein Teig und frittiert, sehr lecker. Und natürlich Sachen, die man halt so kennt. Frikandeln und sowas aus Holland. Das kann man da halt irgendwie an dieser Wand halt ziehen. 2,25 € kostet da sowas. Sehr lecker. Haben wir jetzt gemacht. Was man halt auch natürlich machen kann, hier gibt es so viel, was man essen kann an dieser Stelle. Wir haben hier Frau Beutes Küche. Da gibt es so Hähnchenteile und sowas. Die haben übrigens jetzt hier auch diesen Freestyle-Automaten von Coca-Cola. Wo man halt ja 110 Sorten Cola, Fanta, Sprite irgendwie so mixen kann. Die Bäckerei von Frau Krümel,
hat ja auch, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr aufgemacht. Kriegt man halt so Pizzastücke, aber halt auch was Süßes und halt ja so belegte Brötchen. Und ja, man hat hier auch noch einmal einen Spirello-Stand und einmal Currywurst. Das wird wirklich hier mit O geschrieben, Currywurst. Ja, und dahinter ist natürlich ja, die bisher immer noch Neuheit, die zwei Achterbahnen, die Powered Coaster von Max und Moritz. Momentan leider nicht in Betrieb, war uns aber schon vorher klar. Da ist man aber auch gerade irgendwie so ein bisschen die Schiene anputzen, haben wir gesehen. Seht ihr jetzt gerade mal. Ja, also leider nicht fahrbar. Aber wenn man hier auf diesem Platz steht, ich meine irgendwie, die beduften das halt irgendwie mit so einem süßlichen Duft. Das ist voll lecker. Riecht richtig lecker. Und was ich auch nicht wusste und nicht kannte, ist, wir haben hier vorne so eine Rampe, die wahrscheinlich Max und Moritz auch gebaut haben, hier vorne. Und die sind dann mit dem Schlitten halt runter gepaced, so. Und hier da vorne auf dem... An dem Haus ist dieser Schlitten halt einfach da oben halt so reingekracht. Finde ich sehr cool. Das liebe ich halt am Efteling. Die arbeiten mit so vielen kleinen Details überall in den Rides und auch so generell hier im Park. Man findet immer irgendwie was Neues. Und ja, dafür steht auch unter anderem das Efteling. Überall im Park gibt es hier und da Baustellen. Jetzt haben wir hier, wo es normalerweise die türkische Pizza halt gibt. Das Restaurant hat auch eine Baustelle und sonst sind überall, ja, an vielen Stellen wird halt gerade gebaut. Das ist halt immer ein bisschen kritisch, wenn man halt einen Park das ganze Jahr auflässt. Irgendwann muss natürlich sowas mal passieren. Andere machen das dann eventuell dann mal in der Winterpause. Das gibt es hier so nicht. Aber stellen wir uns nicht weiter dran. Wir stehen vor Fata Morgana. Nächster Dark Ride kann kommen. Wir sehen Onride. Viel Spaß. Kurz die Baustelle an hier von Dance Macabre. Gibt es ja schon ein Video hier auf dem Kanal, wenn ihr nicht wisst, was es ist. Guckt einfach mal ja, das Video an. Ist jetzt hier nochmal verlinkt. Da gibt es halt nochmal ein paar Informationen, was das Ganze ist. Es ist eine Neuheit, nicht nur hier im Park, die 2024 eröffnet, sondern ein neuer Ride-Typ vom Hause Intermin. Und ja, hier stand vorher immer das Spook-Slot. Und demnächst, also im nächsten Jahr, wird dann halt hier Dance Macabre stattfinden. Richtig cool ja mit diesem Logo. Ja, und hier gibt es halt noch ein paar Informationen. Man kann ja auch den Barcode hier abscannen. Dann kommen wir bestimmt irgendwie auf einer Seite, wo halt noch mehr halt steht. Ja, es wird halt sehr fleißig gebaut. Nicht nur von der Seite sieht man was, sondern auch von der anderen Seite. Da praktisch ja, am Fuße von Piranha, von dem Rafting. Da habe ich gedacht, hey, was ist denn da los? Die haben nämlich da das Wasser, beziehungsweise den See, den es da gibt, ein bisschen verkleinert. Und das ist auf einmal so ein Weg. Da habe ich gedacht, hä, was ist denn das für ein Weg? Und das ist mir eingefallen, okay, es stand halt auch nachher irgendwo dran. Die haben da eine Baustellenzufahrt gemacht. Das heißt, für die ganzen Baustellenfahrzeuge, die müssen halt auch irgendwoher in den Park kommen. Und da gibt es jetzt halt eine Straße, die einmal mitten da über die normale Straße für die Besucher halt führt, wo dann halt ja, die ganzen Fahrzeuge dann hier rein und rauskommen. Es ist natürlich jetzt noch nicht so viel zu sehen. Es soll halt auf jeden Fall die gruseligste Attraktionen werden, die es hier im Efteling gegeben hat. Ihr seht es hier schon.
Und ja, wir können ja mal kurz hier durchspinzen. Vielleicht seht ihr da so ein bisschen. So. Ja, also es wird heftig gebaut. Wie gesagt, 2024 macht das Ganze erst auf. Das Gute ist, im Efteling geht nichts verloren. Natürlich ist eine alte klassische Attraktion halt verschwunden, aber den Song von diesem, ja, diesen Walkthrough, muss man ja eigentlich sagen. Es war ja halt einfach nur, man stand an irgendwelchen Schaufenstern und da passiert halt irgendwas zu einer Musik. Und ja, die Musik dazu, die wird es halt auch bei Dance Macabre geben. Dance Macabre ist halt auch der Song, den es damals bei diesem Ride halt gab. Mehr wie gesagt dann in dem Video, was verlinkt war, und sonst guck einfach mal hier auf dem Kanal rum. Ist noch nicht so lange her, dass ich das Video veröffentlicht habe. Die Infos sind halt auch noch eigentlich relativ frisch vom Efteling, dass sie da halt mit Details nochmal rausgegangen sind. Auch mit ein paar Artworks, wie das Ganze aussieht. Es wird halt nämlich nicht nur dieser Ride geben, es wird hier auch noch ein Restaurant geben und eine Snackbar und Toiletten. Und ja, es gibt halt auch noch, bevor man halt reingibt, gibt es halt auch noch so einen Friedhof. Da muss man halt durch, da wird auch noch irgendwie alles ein bisschen was passieren. Was genau, weiß man aber noch nicht, deswegen, ja, so sieht es momentan hier aus. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, müssen wir auf jeden Fall spätestens nächstes Jahr nochmal hier sein. Dann gibt es natürlich hiervon auch wieder ein Video, deswegen abonnieren. Aber ich glaube, zwischendurch kommen wir auch nochmal nach hier. Ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin. So, und wir waren jetzt oder gehen jetzt ins 4D-Kino, denn hier vorne ist ja dann auch der Eingang von Fabulas oder Fabula. Ist auch noch nicht so lang, damals war es ja das Pandadrom. Ein neuer Film vor ein paar Jahren hier hinzugekommen und richtig, richtig schön, richtig knuffig und ja, ein paar tolle Special Effects, deswegen gehen wir hier rein. Dauert nur 10 Minuten. Die 10 Minuten ist, glaube ich, genauso lang, wie der Film halt lang ist, weil es wird immer wieder im Tonus halt gespielt. So, da gehen wir jetzt rein. Das könnt ihr jetzt leider nicht sehen, aber ja, wir haben auf jeden Fall erstmal unseren Spaß. So, ihr Lieben, ja, wir kommen gerade aus dem Kino raus und stehen jetzt hier gerade vor Symbolica. Gerade wollten wir eigentlich noch was hier essen gehen, denn hier ist ja auch Paulus Kolken. Aber vielleicht hört ihr es und seht ihr es auch, Baustelle. Die nächste Baustelle hier im Park, eigentlich wollte ich hier gerne einen Pfannkuchen essen mit Speck und Käse, richtig lecker, aber ja, ist leider nicht. Wir fahren jetzt eine Runde Symbolica, hat jetzt nur noch 20 Minuten, heute Morgen waren es bei 30 Minuten. Vielleicht wisst ihr, es ist ein Dark Ride. Es gibt drei verschiedene Touren und ihr könnt euch für einen von diesen Touren entscheiden. Und ja, die sind halt ein bisschen unterschiedlich. Wir entscheiden uns aber jetzt nicht für die 20-Minuten-Variante, denn es gibt auch einen Single Rider. Und ja, da ist 5 Minuten Walk-On, deswegen steppen wir da jetzt mal rein. Sitzen dann wahrscheinlich nicht zusammen, aber wir haben ein bisschen Zeit gespart. Ja, schaffen wir schon, wir sind ja schon groß. No, no, obey the rules, denk an die Regels. Transito, culto, fabulu, traagtreden, open nu! Fantasievader, de goede kant op.
Ausschläge von Katrin, gekrönt von aller Magie. Hier hingepflanzt, und zwar bei den weißen Pferden, Witte Pan. Es ist mal wieder wie sehr oft im Efteling schwierig, was zu essen zu finden, was ordentliches. Wir hatten gerade eben ja schon so eine Barmi-Scheibe, dann hatten wir überlegt, ja, zum Pfannkuchenhaus, das ist jetzt geschlossen. Ja, ich weiß nicht, wie das jetzt hier hinten ist bei Norvelein, da ist ja auch ein Restaurant drin. Das ist halt auch, ich fand immer für den Preis halt ziemlich wenig. Jetzt sind wir hier drin, jetzt haben wir gesehen, ja, hier gibt es auch irgendwas zu essen mit Saté-Spieße und mit Pommes und ein bisschen Grünzeug oder Spare Ribs. Ja, jetzt aber da irgendwie ziemlich nur rumgestanden. Stefan hat jetzt eine Gulaschsuppe. Erbsensuppe. Ah ja, Erbsensuppe. Deswegen ist sie auch grün, logischerweise. Und ich habe ein Käsebrötchen, da ist warmer Käse drin. Und. Ja, was Süßes. Ich liebe in Holland diesen Apfelkuchen. Und das ist dieser Apfelkuchen mit so Zimt und so. Ja. Und dazu ein Bier mit Himbeergeschmack. So, das werden wir uns jetzt hier erstmal gönnen. Und dann geht's weiter mit den Duckwilds. Denn hinten wartet schon Brummflucht. Und ja, die hatten auch zu. Und da wurde ja auch, glaube ich, so ein bisschen was überarbeitet. Oder wenigstens nochmal refurbished. Und seitdem bin ich natürlich noch nicht gefahren. Und das werden wir dann nachher natürlich auch noch tun. Ich habe es gerade schon angekündigt. Die zwei leckeren Sachen sind jetzt in meinem Bauch. Und wir gehen jetzt eine Runde mit Drumpflucht fahren. Ein Dark Ride hier im Park. Der, ja, man sitzt praktisch unter der Schiene. Also praktisch ein Inverted Dark Ride. Der sich allergrößter Beliebtheit hier im Park schon seit Eröffnung halt erfreut. Gerade 15 Minuten, das ist für Drumpflugverhältnisse eigentlich nix. Für das, dass wir aber unter der Woche hier sind, dann doch wieder echt viel. So sieht der Eingang aus. Und wenn man drin sitzt, was da folgt, das seht ihr jetzt. Ich bin wie gesagt gespannt, ob sich da vielleicht was getan hat. Jetzt, wo sie es hier noch mal ein bisschen refurbished haben, ich weiß es nicht. Ich lasse mich mal überraschen, aber so oder so ist es auf jeden Fall ein sehr toller Dark Ride.
Ja, also komm gerade raus hier von Domflucht. Also ich meine gelesen zu haben, dass sie irgendwie an den Lichtern irgendwie die ein bisschen erneuert haben, auch auf neueste Technik irgendwie gesetzt haben. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich meine halt, dass halt ja doch in der einen oder anderen Stelle ein bisschen heller war oder anders besser beleuchtet ist, als es vorher war. Ich kann mir das aber auch einbilden, ich bin es jetzt ja auch länger nicht mehr gefahren. Was ich aber gesehen habe, was glaube ich auf jeden Fall der Fall ist, wenn ihr in dieser Szene halt seid, wo diese Planeten mit diesen Schlössern oben drauf sind, da wird jetzt irgendwie so ein bisschen noch eine Galaxie oder sowas auf eine Art Leinwand praktisch projiziert. Natürlich alles dunkel und da gehen dann auch immer noch so ein paar Sterne, die ja kurz mal rumfliegen und so. Ich glaube, das ist neu oder ich habe bisher noch nie drauf geachtet. Ich meine aber, das ist ein neuer Effekt. Und ansonsten an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Duft. Übrigens, den Duft von Domflucht, genauso wie von Fata Morgana, den gab es ja schon immer, glaube ich, in so kleinen Flächen. Das haben die auch jetzt irgendwie geändert. Es gibt jetzt große Flächen als Raumduft. Von Symbolica auch und es gibt halt auch in so einem Glas irgendwie, wo ihr so kleine Duftstäbchen halt reinmachen könnt. Also es gibt halt verschiedene Arten. Es gibt auch so ein komplettes Set irgendwie, das könnt ihr bei Fata Morgana da im Shop kaufen. Es gibt halt da so verschiedene Sachen, das ist halt wieder so, ja, Generation Xenox und Nanunana, ne? Ist jetzt wirklich, ich glaube, ist eher was für Frauen, glaube ich. Ich weiß nicht, ich will jetzt keinem Mann zu nahe treten, der das glaubt. Ich glaube, man kann halt seine ganze Wohnung damit irgendwie beduften, ne? Dann riecht es irgendwie, in der Küche riecht es nach Symbolika und im Wohnzimmer riecht es dann auf einmal nach Domflucht. Ja, keine Ahnung. Ich brauche es jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Obwohl ich es eigentlich schon ganz geil finde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber es riecht irgendwie doch ein bisschen anders wie in den Rides selber. Ihr seht, wir gehen zu Villa Volta, da. Das ist ein Funhaus. Und wir gucken uns jetzt mal die Bocca Riders an. Die bekanntlichermaßen auch in meiner Region damals beheimatet waren, nämlich in der Region Düren. Und darum geht das hier in dem Ride. Ist ein, ja, ist ein Funhaus, wie gesagt, Funhaus, habe ich Funhaus gesagt? Nein, es ist ein Madhouse. Und da gehen wir jetzt rein. Villa Volta. Können jetzt leider nicht so viel sehen, aber wir gehen trotzdem rein. Das Haus, das verfluchte Haus, es ist ein Hellgeleck. Vogelrock gefahren, hat jetzt auf 10 Minuten Wartezeit, so lang war es nicht. Geht eigentlich auch immer relativ schnell, wenn der Park nicht so voll ist. Hätte sogar noch ein bisschen schneller gehen können, weil die haben nur eine Bahn drauf gehabt. Wir mussten halt einfach nur warten, bis die Bahn wieder reingekommen ist. Aber ja, also dafür steht schon, das habe ich auch schon mal anders erlebt, ganz ehrlich, dass wir mit 2 Zügen gefahren sind. Aber ja gut, vielleicht liegt es auch daran, dass sie heute Morgen Probleme gehabt haben. Ich habe euch jetzt mal keinen On-Ride gemacht, weil das ist sowieso dunkel. Wir können auch so weiterreden. Genau so sieht das halt fast aus. Denkt euch jetzt noch ein paar Vögel links und rechts und ein paar Sternchen. Und dann ist es das. So, ja. Das haben wir jetzt, Stefan. Was fehlt uns denn noch? Wildwasserbahn. Ja, also Rafting. Piranha. Und der rote Joris. Der rote Joris, ja. Der rote Joris, genau. Den fahren wir nämlich jetzt gleich nochmal. Wir gehen nämlich jetzt mal bei der Holzautobahn gucken. Dann, ja. Ja, leider Full Count ist heute nicht. Max und Moritz fahren nicht. Naja, aber egal, gut. Wir haben jetzt aber auch schon, Leute, lasst mich nicht lügen. Wir haben 16.46 Uhr. Wir haben nicht wirklich viel, wir haben immer was gemacht, Stefan. Wir sind jetzt nicht überall so aufstehen geblieben für Videos und Impressionen. Ihr merkt es vielleicht, nein. Es gibt nicht so viele Impressionen in dem Video dieses Mal. Ja, weil wir halt, wir sind noch gar nicht im Märchenwald gewesen, aber das schaffen wir auch alles nicht an einem Tag. Auch wenn, ihr seht ja, es ist nicht wirklich so viel los, aber auch dann braucht man halt doch schon so 2 Tage, wenn man wirklich komplett alles in Ruhe sehen will und was essen will und hier und da. Zum Glück haben wir uns jetzt nicht nur in ein Restaurant gesetzt, was wir eigentlich ja wollten, weil dann werden vielleicht noch mehr Zeit drauf gegangen. Ich rede zu viel, wir gehen zur Achterbahn. Ihr wollt Achterbahn sehen, ihr kriegt Achterbahn, bis gleich. 0 Minuten Anstehzeit hier bei Joris in den Drag. Ja, also wir haben ja noch eine Bahn auf, wir haben die Feuerseite noch nicht gefahren, die gerade Stefan ja schon erwähnt hat. Und genau, das machen wir jetzt. Deswegen seht ihr jetzt noch die andere Seite. Tuk, tuk, tuk. Oh!
gefahren, beziehungsweise die andere Seite gefahren von Joris in der Drag. Und ja, ich wollte euch das hier nochmal kurz zeigen. Denn hier, seht ihr, ist ja der Track drin von dem Fliegenden Holländer. Da ist man ja momentan dran am Arbeiten. Heute Mittag war es noch so. Ihr seht ja, hier ist ja dieser Kanal. Der war halt komplett ohne Wasser. So, und jetzt haben sie das Wasser wieder gefüllt hier in dem Basen. Und ja, jetzt ist wenigstens auf jeden Fall die Schiene da halt schon mal wieder. Und die Kette da unter Wasser. Und ja, aber hier wird auch so ein bisschen was gemacht. Ihr seht, hier ist auch alles abgesperrt da hinten. Also das macht jetzt nicht noch in den letzten 5 Minuten auf. Ja, wir machen jetzt noch ein paar Rewrites hier. Und ich würde sagen, ja, danach melde ich mich dann nochmal. Ja, Stefan kam gerade auf eine sehr glamouröse Idee. Stefan, was wollen wir machen? Piranha fahren. Mhm. Also gegenüber diesen Leuten, die sich gerade ihre Schwimmhose oder ihre Regenhose und Regenjacke angezogen haben, haben wir nichts. Ja gut, so ist ein bisschen prägniert. Also es ist halt. Aber untenrum sind wir ganz normal angezogen. Ja. Naja. Naja. Stefan, bist du noch nie gefahren, ne? Ja. Dann brauchen wir das ja nicht nochmal erfahren. Ja, komm. Vielleicht genau deswegen. Ja, vielleicht deswegen. Ich hoffe, diese Dinger sind aus. Na gut, wir fahren jetzt eine Runde Rafting. Und ob das so eine gute Idee ist oder nicht, das sehen wir jetzt. Ich bin noch nicht so überzeugt von dieser Idee. Nee? Nee. Nicht? Nee. Ach, scheiße. Ach, das geht ja noch. Ah! Nochmal Kind sein. Nochmal nass sein. Ja, da drüben, der hat nur ein T-Shirt an. Ich weiß nicht, was ist denn mit den Leuten los? Ich hab kalt. Also nicht wirklich kalt, aber ist also jetzt auch nicht so. Die Uhr umgestellt. Das ist mein ganz klein. Stimmt, boah. Boah. Ich kann jetzt mit Schwung genommen. Mit Schwung. Komm, wir haben das ganze Gestrüpp abgestrüppt. Oh, schon der Sitz einer Holzachterbahn. Bisschen langsamer. Guck mal, da oben ist Licht an beim Holländer oben. Halt auf. Toll. Ja, ja. Ach, so schön. Oder wie mein einer ins Internet. Ich hoffe nicht, dass dieser Wasserfall da hinten an ist. Im Sommer ist er, kommt er immer so ein ganzer Schwall an Wasser dann da rein. Achtung, Steine. Und übertreiben hier mit dem Wasser. Guck mal, er da hinten hat einen Regenschirm auf, Alter. Was ist denn? Ging er noch. Das war wahrscheinlich eher weniger. Oh! Ich bin trocken geblieben. Was ist das denn da für ein Baum? Guck mal, da haben sie alles abgemacht. Na, der kommt ja. Tu mal da so ein kleines Seramis-Stängchen ran und da geht das. Ja, wir haben mehr von der Fahrt. Hui! Und die auch. Ja, für das Licht. Ich bleib einfach stehen. Stefan, macht's dir noch Spaß? Guck mal, das ist eine Frau, die hat einen Regenschirm einfach auf. Vielleicht merkt ihr nachher, dass das Wasser von der Seite kommt. Naja. Kann ich auch so weiterhalten. Können wir denn jetzt auch mal weiter, oder? Wir sind hier echt in so einen toten Punkt angekommen. Guck mal, das ist schon das dritte Boot, was uns so noch hoch ist. Und das vierte hinterher. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, wie haben wir denn da wieder mitgefahren dürfen? Ja, wie denn? Bam! Wir stecken fest! So ein Meter so weiter, ja, stimmt. Da holen wir die alle zurück. Wir müssen Border anschneiden. Ah, die Dinger sind zum Glück aus hier. Was ist denn hier für ein Stau? Das ist auch nicht.
Entspannung. Das ist keine gute Idee, so habe ich aber noch nie gesehen. Da kommt auch keiner mehr nach. Ach doch da hinten. Hallo! Ein bisschen Bötchen fahren. Komm, ist noch eine Leiter, wenn du da kommst du raus, wenn du mal los bist. Hallo! So, jetzt Bums und dann rein ins Loch. Das hört sich gerade ein bisschen komisch an. Hm? Der Drehdings nicht an. Ach, weiß ich nicht. Oh nee. So ist richtig. Da war ja aber gar nichts, ne? Nee. Geht's ja aber bergab noch, ne? Nee, es ist nur so. Oh nee, komm mal. Oh, Stefan, ey. Nee! Ich glaube, wir sind einfach zu leicht. Das ist aus unserem Mündern. Da hätte noch eine Unox-Wurst reingepasst, würde ich mal sagen. Unox-Bordje! Mit Spin! Schön in den Wasserfall! Halt, stopp! Eine sehr entspannte Reise. Jetzt geht's noch hier einmal rum und wenn wir da jetzt Glück haben, dann haben wir Glück. Ja. Ah ja. Doing. Du hast nicht geguckt, Stefan. Ja, wollte eigentlich zu. Meine Rucksack. Oh ja, geil. Der Piranha-Surfer hier. Ich glaube, das war's. War das? Das war es. Ich habe die Axt an der Polizei gewandt. Sind sie mich nicht böse? So, ihr Lieben, der Tag im Park endet. Ja, wir haben jetzt gerade noch so ein Unox-Board hier gegessen. Hier und eigentlich habe ich gedacht, dass Aquanura nicht stattfindet, weil ja hier so, ja, heute Morgen, ihr habt es ja gesehen, so ein paar Arbeiten stattgefunden haben. Die haben dann halt auch so ein bisschen hier das Ganze so am Tag über getestet. Aber ja, es doch hat stattgefunden. Ist natürlich ein bisschen schade. Es ist jetzt gerade nicht dunkel. Deswegen kommt das halt mit diesen Lichteffekten gar nicht so gut zur Geltung. Aber es ist immer auf jeden Fall, ja, ein Muss, wenn man da ist. Wenn der Park zumacht, normalerweise 18 Uhr heute, 18.15 Uhr, begangen dann halt hier Aquanura. Und ja, ihr seht jetzt noch ein paar Bilder davon. Ihr seht, also es ist ja mega gut. Ich glaube, das ist ja auch Europas größte Wassershow mit solchen Fontänen. Aber ja, es kommt halt nicht so gut rüber, als wenn es halt dunkel ist. Aber dazu gibt es natürlich immer die bekannten Musikstücke von den einzelnen Attraktionen hier im Efteling. Bisschen abgewandelt und ja, macht auf jeden Fall immer Riesenspaß, damit dann halt auch den Tag im Park zu besiegeln. Das haben wir auch gemacht. Wir fahren jetzt nach Hause. Hoffe, Stefan hat ein bisschen Spaß gehabt. Hatte der, ja. Hatte er. Ja, vieles Neues für ihn auf jeden Fall. Gerade wenn man so lange nicht mehr hier im Park war. Was war denn dein der Liebstes? Boah, der Joris und der Baron. Der Joris und der Baron. Ja, sind auch zwei wirklich schöne Bahnen. Jetzt gerade auch mit diesem Steel Track, wenn man so möchte. Also es fährt sich an dieser einen Ecke doch schon anders. Und ja, hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht. Man merkt es auch wenn man da beim Hintern drauf sitzt, dass es auf einmal ein ganz anderes Geräusch ist und man fühlt auch irgendwie ein bisschen anders. Und gefühlt ist diese Stelle auch richtig schnell. So, ja, das war's. Falls ihr mehr haben wollt, dann gerne Abo hier lassen. Ich bin ja öfters mal in Freizeitparks unterwegs. Man weiß es, man sieht es hier auf dem Kanal. Und ja, falls ihr das verfolgen möchtet, gerne Abo da lassen, lasst ein Like da, falls ihr das Video euch gefallen hat. Waren jetzt nicht so viele Impressionen da, aber muss ja auch nicht immer sein. Und falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns in einem anderen Video hier bei der Phantom Arena. Macht's gut und bis demnächst. Tschüss.